Wir sind wieder zu Hause und was in unserem Tiny House in dieser Woche passiert ist, erzählen wir euch heute. Wir sind Ilan und Anja. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. In der vergangenen Woche haben wir euch erzählt, was so alles bei uns los ist. Eine ganze Menge, viele neue Herausforderungen. Leicht negativ angehaucht, aber auch sehr positiv, weil wir beide im Sommer ein Kind erwarten und wir uns sehr darauf freuen. Das waren so die Neuigkeiten. Ja. Und wir möchten uns herzlichst bei euch bedanken. Wir haben uns so gefreut, durch die Kommentare zu lesen, ja, wie sehr ihr euch auch mit uns freut. Und es war richtig, richtig schön. Wir hätten gar nicht gedacht, dass da so viel Resonanz kommt und vor allem auch so viele Fragen, ob und wie wir uns das Leben im Tiny House überhaupt auch mit Kind vorstellen können oder mit Baby und noch viele andere Sachen. Und da haben wir zwei uns natürlich dann auch Gedanken gemacht und gesagt, ja, stimmt, wie stellen wir uns das überhaupt alles vor? Und auch natürlich, wie es dann inhaltlich ab Sommer auf diesem Kanal weitergehen wird, wir wissen es selbst noch nicht und wir würden uns natürlich sehr freuen, von euch auch nochmal eine Resonanz zu bekommen, inwiefern euch das Thema mit Kind im Tiny House interessieren würde, dass wir für uns überlegen können, ob wir das auf diesem Kanal integrieren oder wie es dann einfach hier auch weitergeht. Und weil Anja ja schwanger ist, kommen wir gleich zum ersten Punkt, also zum ersten Thema dieser Woche. Das Erste, was ich unbedingt machen musste, war diesen... war diesen Treppenaufgang hier zu korrigieren. Das war wirklich im Grunde ein Selbstmordversuch, hier runter und hoch zu kommen. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für Anja war. Einmal bist du ja sogar schon gestürzt, Gott sei Dank ohne Kind. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht ungefährlich, weil wir hier wirklich relativ viel Gefälle ausgleichen müssen und sehr viel nivellieren mussten und somit auch die Treppe, die wir vorher hatten, überhaupt nicht mehr passt. Das war ja unser erstes Bauprojekt. Bevor das Tiny House überhaupt da war, haben wir gesagt, wir bauen uns jetzt eine Treppe. Also haben wir gesagt, wir korrigieren die jetzt, dass wir flexibel bleiben, falls das dann doch nicht mehr langfristig was wird hier mit diesem Stellplatz, dass wir das auch alles mitnehmen können, gegebenenfalls auch wieder abbauen können, aber auch nicht viel Geld ausgeben bzw. investieren und sind dann natürlich auf Europaletten gekommen. Damit kann man ja alles bauen. Das hier war ja unsere alte Treppe. Und man sieht quasi schon den Höhenunterschied. Ne? Das war wirklich nochmal was ganz anderes hier. Und sehen wir jetzt, haben wir das erstmal so gelöst, weil wir ja, das ist quasi unser Weg zum Haus. Und daher war es uns wichtig, dass wir den Bereich offen lassen. Und dann kann man halt hier so hoch mit den Latschen. Zeig mal deinen dicken Bauch. So. Wie gehst du denn jetzt ins Haus? Also, du hast mir das ja so konstruiert, dass wir hier seitlich hoch können. Ja. Und dann geht es hier weiter. So, so, so. Ist schon besser, ne? Viel angenehmer. Wir haben noch überlegt, ob wir hier vielleicht auch noch eine Stufe hinbauen. Aber das wäre jetzt irgendwie mit der Palette ein bisschen kompliziert. Vielleicht machen wir das dann doch noch im Nachhinein. Aber abhängig davon, wie dick dann auch die Terrassenplatten werden, die noch hier drauf kommen, damit wir diese Lücken loswerden und sich keiner hier die Füße einquetscht oder umknickt oder so. Davon wird es wahrscheinlich auch abhängig sein, ob wir noch eine letzte Stufe hier verbauen. Aber es ist jetzt schon für mich viel entspannter, rauf und runter zu laufen. Was haben wir noch gemacht diese Woche? Wir haben unsere Schläuche ausgetauscht. Wir hatten vorher nämlich an der Heizungsanlage Schläuche, die immer mal wieder ein Leck hatten. Die Schellen waren irgendwie, leckten immer an der einen oder anderen Stelle. Was ist hier passiert? Wir haben die Schläuche ausgetauscht. Die stechen auch richtig raus jetzt, würde ich sagen. So sah der alte Schlauch aus. Und der ist auch sehr biegsam. Relativ einfach in der Installation, muss man sagen. Aber er ist auch aufgegangen. Man sieht das hier vielleicht. Irgendwann ein bisschen wie ein Luftballon. Das hat uns gar nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, welche Alternativen gibt es? Haben dann den lieben Joachim bei Famous Water angerufen, von dem wir auch unsere Wasserfilter im Haus haben. Da haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Das können wir euch gerne mal verlinken. Und der fühlt sich auf jeden Fall deutlich robuster an und nicht so, als würde er in irgendeiner Form aufgehen oder aufquellen und aufgrund des Drucks, der hier entsteht. Und das war uns ganz wichtig. Ich habe dann irgendwann bei der Montage gesagt zu Anja, also wenn der Schlauch genauso dicht hält, wie er anstrengend ist bei der Montage, dann glaube ich, haben wir kein Problem mehr.
weil das war wirklich anstrengend. Kann man nicht anders sagen. Es ist aber auch leider so, dass wir hier einen sehr, sehr engen Raum haben, auf dem wir hier arbeiten. Wir haben das ja selber so installiert, wir wollten das so und es ist wirklich null Platz. Das sind jetzt hier die Schellen, die wir ausgetauscht haben, also die jetzt im Einsatz sind. So sehen die aus. Das sind Einohrschellen. Im Grunde drückt man die hier oben dann zusammen mit dieser Zange hier. Ja, und so sieht das Ergebnis aus. Könnt ihr mal sehen, auch im Vergleich tatsächlich. Hier habe ich noch eine alte Schelle im Einsatz, weil wir keine kleinen Einohrschellen mehr haben. Und wenn die einmal durchgeknipst ist, dann ist sie durch. Also wir haben doch nicht herausgefunden, wie man die wiederverwenden kann. Ich glaube nicht. Also wir mussten diesen Bereich einmal nochmal nachjustieren, weil da war wieder ein leichtes Leck, was wir uns auch nicht erklären konnten. Aber das ist jetzt alles, funktioniert jetzt. Weil die Vermutung ja noch bestand, dass wir hier zu viel Druck im System haben, haben wir jetzt auch einen Druckminderer verbaut. Der ist hier oben. Und wie wir den justieren oder einstellen, das zeigen wir euch nochmal in einem gesonderten Video, weil ich auch noch keine Ahnung habe. Also ich suche eigentlich nochmal nach den Sechskantschlüsseln, aber irgendwie finde ich die nicht. Naja. Weil unser Vorkessel hier, die alte Flow, noch zur Prüfung eingeschickt werden muss, aufgrund des Lecks, werden wir uns dann noch gesondert um die Heizungsleitungen kümmern. Also jetzt ist das Thema Frischwasser erstmal abgehakt. Obwohl sie hier auch, hier ist nochmal ein alter Schlauch im Einsatz, auch das warme Wasser quasi für die Dusche ja aufbereitet. Das ist ja das ganze Konzept dahinter, dass man so viel warmes Wasser hat, wie man dann eben braucht zu zweit. Aber wir kommen ganz ehrlich gesagt mit dem Hauptkessel auch ganz gut zurecht, alleine bis jetzt. Also das funktioniert. Jetzt gucken wir mal, wann wir die dann ausbauen können. Wahrscheinlich dann eher Richtung Sommer. Und so schnell ist die Woche auch schon wieder rum. Wir hoffen, dass euch unser kleines Wochenupdate gefallen hat. Wenn ja, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne unseren Kanal und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Ansonsten genießt die Sonne und ja, bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Tschüss.